So, hallo und herzlich willkommen zu meiner heutigen Videorezension von Crime Master von Sonja Klein. 25 rätselhafte Kriminalfälle für Profi-Ermittler, Tatort Großstadt. Gucken wir einfach mal rein. Das hier ist das, was wir so in dem Spiel finden. Und zwar sind das eben ein paar Karten mit so Angaben zum Tatort. Da sieht man vorne mal ein Bild davon drauf, was da so, also wie der Tatort selbst aussieht. Hinten ist dann eine Beschreibung drauf, was wir da so vorfinden. Also in dem Fall hier würde die Überschrift heißen Bombenstimmung, Verbrechen ist eine Bombendrohung, Anruf beim lokalen Radiosender, einem der Medienpartner des Maschsee-Festes, Ankündigung, dass eine Bombe während des Konzerts Hannover rockt, am letzten Festwochenende hochgehen würde. Der Tatort ist eben Hannover, Stadtzentrum, Maschsee-Fest, Haupttribüne am Nordufer des Maschsees. Ne, die Spurensicherung hat mit rosa Permanentmarker geschriebene Buchstaben neben dem Künstlereingang zur Bühne gefunden. S plus B gleich B, F, 4, E und darunter mit schwarzem Stift gemalt Bombe. Das wird dann wahrscheinlich hier irgendwo so stehen. Und Zeugen sind halt N. Kaiser, das ist eine Redakteurin, die den Anruf entgegennahm. Die sagte aus, dass die Verbindung schlecht war und meinte, dass es sich der Stimme nach um eine junge Frau handelte und im Hintergrund der Song Stardust lief. Und ja, insgesamt gibt es zu dieser, also wir müssen halt rausfinden, was da passiert ist, von wem die Bombendrohung ist und warum sie passiert ist. Und hier unten steht drunter, Ermittlung 12, Einzelheiten der Tat, Täter 3, Motiv 2, Hilfsmittel 1 und Tathergang 6. Das ist die Information, die so die Spieler bekommen. Ein Spieler ist immer der Game Master, der nimmt sich hier diese Karten, sucht sich dann eine davon, also das ist die Anleitung, kann sich im Prinzip davon einen Fall raussuchen, also sucht sich hier den schönsten Tatort raus und wir haben ja jetzt hier den Fall Bombenstimmung. Das heißt, er würde jetzt hier den Fall Bombenstimmung raussuchen, möglichst ohne sich die anderen Sachen dabei anzugucken. Und der ist natürlich wieder irgendwie ganz unten, genau, der letzte. Und hier würde jetzt, das ist im Prinzip wie Backstory ist das Spiel, hier würde jetzt explizit die Beschreibung draufstehen, was da alles passiert ist. Und wir wissen ja, dass wir zum Täter drei Sachen finden sollen. Also das heißt nicht, dass es drei Täter gibt, sondern das heißt, dass wir, um den Tatergang zu rekonstruieren, drei Fakten über den Täter irgendwie erfragen müssen. Und das Motiv, da stehen hier zwei Informationen zu, die irgendwie so das Motiv zusammen ergeben, mit welchem Hilfsmittel das Ganze geschehen ist, da steht hier eine Sache zu drin und wie der Tathergang jetzt überhaupt genau war. Dazu müssen wir sechs Fakten herausfinden. Und dazu liest sich eben der Ermittlungsleiter hier hinten das Ganze durch und dann stellen die anderen Spieler Fragen. Ja, nein, Fragen, wie man das von Black Stories her kennt. Und ne, zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, ne, waren die Täter Menschen? Würde er sagen, ja. Ging es irgendwie um Liebe? Dann würde man vielleicht sagen, nein. Kannten sich die, sind irgendwie mehrere Personen involviert, dann würde man sagen, ja. Und so muss eben nach und nach eingeschränkt oder beziehungsweise rausgefunden werden, was passiert ist, warum irgendwas passiert ist. Und der Game Master soll im Prinzip ähnlich wie bei Black Stories nur sagen, ja oder nein oder irgendwie falsche Annahme. Aber das funktioniert meiner Erfahrung nach bei solchen Spielen nicht, bei diesem Spiel hier noch weniger, weil man schon so ein paar Informationen geben muss. Also einfach ein bisschen mehr die Sachen nochmal ein bisschen zusammenfassen, die Spiele auch in die richtige, auf die richtige Spur führen sollte und nur dann macht das wirklich Sinn und Spaß, aber dann funktioniert das eigentlich ganz gut und ich muss sagen, ich finde die Variante hier besser als das normale Backstories, weil da muss man ja nur wirklich mit Ja, Nein selbst sich so alles vorkramen und hier weiß man jetzt, okay, wir haben irgendwie vier Sachen zum Tathergang gefunden, zwei fehlen noch, irgendwas ist uns da noch in Gang und dann kann man wirklich auch so für sich den Tathergang so Schritt für Schritt für Schritt für Schritt herausfinden und rekonstruieren, das so gemeinsam durchsprechen und sagen, was, wie, wann, wo. Da gibt es auch irgendwie Wertungen, dass jeder irgendwie Informationen haben kann, sich dann aufschreibt, wer was hat. Bei solchen Spielen finde ich Wertungen immer total blöd und dämlich, aber wer das gerne machen möchte, kann das natürlich machen, aber wir spielen das eigentlich immer ohne, wir spielen das auch immer kooperativ, indem wir einfach gemeinsam versuchen, den Fall zu lösen. Und wie gesagt, hier sind 25 verschiedene Fälle drin, wie man hier schon sieht. Urzapft ist, das ist eben dann natürlich wahrscheinlich in München. Schöne Bescherung, könnte vielleicht irgendwie Nürnberg sein oder so. Und alles Mögliche. Manchmal verstecken sich auch hinter den Begriffen andere Sachen, als man denkt. Es gibt eine Sache, die heißt der Name der Rose. Da waren Freunde gleich ganz aufgeregt. Oh, ein Name Rose, eines ihrer Lieblingsbücher. Unbedingt falsch spielen. Ihr werdet sehr überrascht sein, was bei der Name der Rose drinsteckt. Aber das werde ich euch jetzt nicht verraten.
Ich finde eben neben diesen 12 verschiedenen Einzelheiten zur Tat auch hier ganz nett, dass sich die Spieler dafür mal durchlesen können, was da jetzt so genau passiert ist, da vielleicht auch mal auf eine neue Idee kommen und eben, dass auf der Rückseite wirklich so ein Bild vom Tatort ist, dass man sich da das Ganze dann ein bisschen besser vorstellen kann. Ne? Hier auch mit diesen Hinweismarkern, wo welche Spuren gelegt oder gefunden wurden, und dann hat man das noch so ein bisschen besser visualisiert und kann vielleicht auch nochmal mit dem Blick auf den Tatort irgendwie gezieltere Fragen stellen, sollte auch vielleicht immer mal nochmal gucken, was wie der Falltitel war, vielleicht gibt einem das auch nochmal irgendwie einen Hinweis. Und ja, also alles in allem, wenn ihr Black Stories kennt und mögt, dann ist das meiner Meinung nach eine sehr gute Variante davon. Also das hat mir persönlich echt gefallen. Man muss erstmal da reinkommen, man braucht so ein, zwei Fälle, bis man so das System dann verstanden hat. Ich dachte auch am Anfang bei Täter 3, das heißt, es gibt drei Täter, bis man so gecheckt hat, nee, es sind einfach nur drei Sachen, die irgendwie mit dem Täter zusammenhängen, die mit diesem Fall zu tun haben, die man rausfinden muss. Aber wenn man das erstmal raus hat, dann macht das wirklich echt Spaß. Dann ist es auch schade, dass da nur 25 Kriminalfälle drin sind. Man hätte dann wirklich gerne mehr. Man braucht da schon so 10, 15, 20, 30 Minuten pro Fall. Also ein paar Abende hat man da schon mit zu tun. Aber das ist ja bei allen diesen Rate-Krimi-Spielen so, dass wenn man den Fall gelöst hat, dann hat man ihn gelöst. Dann kann im Prinzip nur noch, also ne, wenn das mein Spiel ist, und ich habe das mit meinem Freund, mit dem ich normalerweise spiele, durch, brauche ich das Spiel eigentlich nicht mehr spielen. Außer wenn dann neue Leute zum Spielen vorbeikommen, dann kann ich das dann mit denen nochmal spielen. Bin dann zwar immer der Ermittlungsleiter, weil ich die Lösung natürlich schon immer kenne, aber das macht natürlich trotzdem Spaß. Und ja, das war Crime Master. Also meine Freunde finden solche Spiele immer total geil. Die spielen wir mal gerne. So, wenn es dann irgendwie nach dem Spieleabend so irgendwie 11, 12 ist und man denkt so, ja, pff, irgendwas können wir noch, aber man will nichts Großes mehr rausholen, dann holt man einfach sowas wie Crime Master, Black Stories oder sowas raus und spielt da eben nochmal so ein, zwei, drei Fälle, dass jeder irgendwie mal dran war. Und dann ist das auch meistens ein guter Ausgang, ein schönes Ende für so einen netten Spieleabend. Und ja, das war Crime Master. Jetzt wisst ihr, wie es geht, funktioniert. Wenn es was für euch ist, dann wünsche ich euch ganz, ganz, ganz viel Spaß damit. Ansonsten sage ich bis bald und tschüss.